Hi, ich bin Mia, ich bin Aufklärungsfeldwebel Spezialkräfte. Ich bin in der Spezialisierung Theo. Das bedeutet, ich mache Beweismittelsicherung sowie Durchsuchung von Personen. Ich bin seit 2018 beim KSK und nun zeige ich euch ein bisschen von meiner Ausrüstung. Wenn wir nun einen Gegenstand gefunden haben, wo zum Beispiel Fingerspuren drauf sind, wie zum Beispiel jetzt auf der AK, können wir die sichtbar machen mit verschiedenen Fingerspuren-Sets. Wenn wir ein Handy finden, haben wir die Möglichkeit, das anzuschließen an unser Auslesegerät. Dazu haben wir verschiedene Kabel. Meist sind das ältere Handys, aber wir haben alles dabei. Falls der Akku mal fehlt, können wir uns auch einen bauen. Wir sind gut ausgestattet. Wenn wir dann im Lager sind oder auch woanders, haben wir die Möglichkeit, die ganzen Beweise zu sichern und auf unserem Auswertergerät auszuwerten. Ja, wir arbeiten eng mit den Kommandokompanien zusammen. Dazu gehört natürlich auch Übungen, wie zum Beispiel Schießtraining. Und ja, wenn es dann zu einer Mission kommt, dann gehen wir halt mit den Kommandokräften in die Gebäude zum Beispiel rein und machen dort die Beweismittelsicherung, Festsetzen von Personen und durchsuchen die dann. Ja, meine persönliche Motivation war schon immer, zu den Besten zu gehören. Und was mir am wichtigsten auch ist, ist der Teamplayer. Hier lebt man noch richtig die Kameradschaft. Wir sind ein kleiner Verband, aber die Kameradschaft wird hier groß geschrieben. Ich habe damals vom Personalwerbetrupp über diese Möglichkeit erfahren und dann habe ich mich darauf beworben. Ich habe ein Auswahlverfahren gemacht, ich habe es bestanden und ja, jetzt bin ich hier. Okay, du bist neugierig geworden und du willst zu uns kommen, dann klick dich durch die Seite, frag deinen Karriereberater und ja, probier es und komm zu uns.